Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal ein Ründchen Get Down auf dem Revenzer.tv-Server. Und es geht jetzt los. Gucken. Wir starten mit 100 Coins, wusste ich gar nicht. Wir spielen mit Steinwürmer hier als erstes, die ich saugeil finde. Nein, eigentlich so scheiße, aber. Naja. So. 92 Coins haben wir hier schon mal. Natürlich halten wir wie immer nach den schönen Coinblöcken hier Ausschau. Okay, er ist schön daneben geflogen. Sprungkraft 2, naja. Warte mal, Sprungkraft 2, wie lange haben wir das noch? Ne, da kommen wir nicht damit ran, oder? Schade. Hi! Ich glaube, da mag mich einer nicht. Ach, hau ab, komm! Ja, runter mit dir hier. Tschüss! Alter. So, den auch bekommen. Wir können jetzt was kritisch. Das ist kein Wasser da unten. Oh, weia. Puh. Ich hoffe, der kommt nicht zu mir. Okay, der hockt da auf dem Baum. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen recken. Ich glaube, dafür muss ich springen, um da hinzukommen. Minus 57 ist der erste. Ach komm. Okay. Ein Herz. Ah, ich hätte auch gerne so einen blinkenden Block hier irgendwie, aber da ist immer sauschwer ranzukommen. Okay. Lucky Regen, sehr gut. Das ist genau das Perfekte, was wir jetzt brauchen. Coinblöcke, Coinblöcke, Coinblöcke da oben. Oh, da kommen wir nicht ran. Ich bin erster momentan tatsächlich. Warum bin ich so blöd? Oh, Alter. Okay, das war klug von mir auf jeden Fall, so zu springen. Das passt eigentlich. Okay, hier sind noch eine Menge irgendwie. Oh, komme ich doch dran? Okay, der hier. Der auch noch. Und dann war es, glaube ich. 120 Coins gibt es dafür noch extra. Und dann sind wir jetzt bei 863 schon. Deutlich mehr als die meisten anderen. Der zweite hat 500 irgendwas und danach hat der nächste erst wieder 300 irgendwas. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal einen schönen Vorsprung. Okay, LSD. Auch eine coole Map. Ich hoffe, mich boxt hier jetzt nicht einer. Okay. Okay, jetzt wird's kritisch. Na. Egal. Oh Mann. Oh, Sprung geschafft, sehr gut. Gehen wir mal hier hin. Da können wir, glaube ich, nicht mehr dran. Oh, da ist schon einer. Vielleicht können wir den gleich mal runterschubsen. Mache ich irgendwie richtig selten nur. Hä, dass er immer noch Leben hat, ey. Da hinten wäre ein Blinkender. Hier ist ein Blinkender. Ich probiere mal kurz hier zu dem Blinkenden hinzuspringen. Regen 2, perfekt. Okay, dann können wir jetzt ein bisschen so machen. Ein bisschen YOLO spielen. Oh, hier hinten sind richtig viele Coinblöcke, aber komme ich da hin? Ich weiß es gerade nicht. Guck mal, an den kommen wir auch noch dran. Aber an den hier oben kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Ne. Okay. Sieht auf jeden Fall schon wieder richtig gut aus, muss ich sagen. Ich habe auch relativ viel Glück bisher mit den Lucky-Blöcken da gehabt. Gucken, was der hier bietet. Ah, Langsamkeit ist nicht so schlimm. Dann springen wir hier schnell runter, irgendwie so. Müsste reichen, ja. 120 Coins. Nochmal dazu. 1300 haben wir jetzt. Knapp. Ja. Der nächste hat 553. Da sind wir ein bisschen im Vorteil, glaube ich. Ich nehme den hier. Mal gucken, was wir hier haben. Na, ah, das ist natürlich blöd. Hä? Wir haben nochmal bekommen, oder? Ne, nur einmal, ne? Ich glaube, ich habe am ersten Mal nicht bekommen. Okay, jetzt bitte was Gutes. Resistance geht so. Nochmal Resistance? Alter.
Okay, ich hätte vielleicht da anspringen sollen. Ich glaube, da ist mir irgendeiner auf den Fersen hier. Ich hab mich verjumpt. Ah, shit. Komm, was Gutes bitte. Lucky Absorption, das ist sehr gut. Gucken, dass wir jetzt nicht runtergeschubst werden von dem Typen hinter uns. Aber der hat, glaube ich, ein bisschen Abstand. Okay, sehr gut. Ich muss immer nach den Blöcken Ausschau halten. Hier noch. Okay. Unlucky Übelkeit ist nicht so schlimm. Okay, gleich drei hintereinander bekommen. Geil. Bitte was Gutes. Jump Boost 2. Super. Also kommen wir hier auch hin. Nicht so schlecht. 2 Sekunden noch. Oh, er hat gewonnen. Ja, dafür haben wir 1700 Punkte. Das ist eine Menge. Und jetzt können wir uns was Schönes kaufen davon. Erstmal. So, ein Eisenschwert. Ein Bogen mit, weiß ich nicht, so viel Pfeilen. Machen wir 10 Level. Schutz 1 Haltbarkeit. Ich verzauber die alle mal Level 1 nur. Erstmal, also die Rüstung zumindest. Schusssicher. Nochmal schusssicher. Jetzt nicht so gut, aber passt, würde ich sagen. Schärfe 1 immerhin. Weiß nicht, kann man noch mehr draufhauen. Auf dem Bogen sollte ich vielleicht auch irgendwas draufhauen. Stärke. Keine Ahnung, bringt es jetzt hier noch irgendwas? Nein, irgendwie nicht. Ach, schade, haben wir das Schwert ein bisschen verkackt. 5 davon. 4 Goldäpfel, würde ich sagen. Nochmal 2 Speedtränke mit. Dann hiervon auf jeden Fall noch einiges Spezial. Dann noch ein Feuerzeug nehmen wir noch mit. Sprengstoff können wir uns auch mal mitnehmen. Auch eine Voodoo-Puppe gönnen wir uns auch mal. Enterhaken gönnen wir uns auch mal. Tödliches Herz gönnen wir uns auch mal. Ich habe ja sonst nichts. So, dann haben wir noch einen Coin übrig. Ich sollte vielleicht die Rüstung anziehen. Goldäpfel. Den Speedtrank kann ich gleich schlucken. Ach, wir haben jetzt dauerhaft ein extra Herz oder was? In der ganzen Runde? Jetzt haben mir Leute in die Kommentare geschrieben, wenn ich gerade da umgespielt habe, dass ich mir auch diese extra Herzen kaufen soll. Ich dachte, die sind halt immer nur einmal gültig irgendwie. Aber die füllen sich, glaube ich, auch wieder auf, ne? Komm, stirb. Der rennt jetzt erstmal eine Weile. Das füllt sich auch wieder auf. Das ist, au, oh, das ist, Alter, das ist krass. Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn ich das spiele und richtig viele Coins habe, kaufe ich mir einfach statt Tränken und sowas einfach nur dieses extra Herz. Also einfach mal just for fun. Ich glaube wirklich, wir bringen, tut das dann auch nichts. Alter, der Typ stirbt nicht, Mann. Der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Warte mal, ich habe doch hier die Angel. Ich muss mir einfach mal das Inventar hier besser sortieren. Ah, jetzt rennt er die ganze Zeit. Och Mann. Das ist so langweilig. Wenn die Leute die ganze Zeit weglaufen. Komm. Ach, man kann sich auch fortangeln. Oder was? Okay, jetzt ist korrekt. Finde ich nett. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen irgendwie sortieren. So, ich habe ja immer Sprengstoff. Ich habe hier ein Feuerzeug noch. Ich habe hier diese Angel. Bei der ich immer noch nicht weiß, ob ich mich jetzt damit irgendwie... Okay, der Typ wird sterben. Vor allem mit dem extra Herz, das ist ja richtig OP. Einfach darauf dieses extra Herz, was man noch vollregen kann. Okay. Jetzt muss ich mal ausprobieren. Ne, vorangeln kann ich... Doch, hä? Irgendwie... Doch, kann ich tatsächlich, aber nur wenn der Haken so eine Weile im Boden ist, gefühlt. Ich kann auch nicht ganz genau geblickt, wie das funktioniert. Ist auf jeden Fall nice equipped. Und wir haben echt fast alles, was man sich kaufen konnte, oder? Haben wir alles? Eigentlich das Beste vom Besten haben wir jetzt alles genommen. Hallo? Ist hier einer? Es gibt noch 6 Spieler. Aber wo tummeln die sich? Das ist ein Schwein. Ich glaube, man konnte hier auch noch einmal enchanten. Wenn es denn ginge, könnte man sich eigentlich fast schon Level aufsparen, wenn die Map hier kommt. Oder die kommt die eigentlich immer? Ich glaube, es ist die einzige Deathmatch-Arena, oder? Ich weiß. Nee, es ist gar nicht. Quatsch, Blödsinn.
Ah, es gibt nicht so viele, meine ich. Alter, wo sind die denn alle? Mann! Ach, da vorne haben wir einen. Angel! Okay, hab mich nicht gesehen. Habe ich echt noch den Speed-Effekt? Habe ich gar nicht mehr. Vielleicht sollte ich mal den Speed-Trank trinken noch. Na, das war jetzt nix. Na, wow. Bitte, Angel. Komm. Okay, es war auch nicht schlecht. Na, das müsste es für ihn jetzt eigentlich gewesen sein auch, ja. Okay, dann leben noch drei Leute. Ich habe auch hier noch eine Menge Healpots. So, jetzt trinke ich mal die Speedpot hier. Switch wieder auf die Angel. Und dann müssen wir mal gucken, wo die sind. Man kriegt auch ab einer bestimmten Zeit einen Kompass. Ich glaube sogar ab 6 Minuten, oder? Aber 5. Dann mal 5 Minuten. Wie heißt du auf YouTube? Ja, ey, komm, wenn ich so einen Namen hab, wie soll ich denn dann auf YouTube heißen, Mann? Das ist immer so, weiß ich nicht. Wenn man von jemandem wissen will, wie er auf YouTube heißt, und man denkt, er heißt nicht so in-game wie auf YouTube, dann guckt man doch trotzdem erstmal nach, ob er so heißt, oder? Ich weiß es nicht. Hab da die Logik noch nicht ganz geblickt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich muss auf den Kompass warten, oder ich finde jetzt hier noch irgendwie einen. Durch ein bisschen Lackierung gesuche. Ich weiß es nicht. Ganz hinten am Strand wird wohl auch keiner hocken. 10 Sekunden noch. Ich hoffe, dass man den auch für 5 Minuten bekommt. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ah, hier haben wir noch einen. Hi. Oh, Ad Flame. Ist mal angezündet. Ich esse mal einen Goldapfel. Hä? Was bringt ihm das jetzt? Ich weiß es nicht, was er jetzt vorhatte. Aber okay, das war's dann auch mit ihm. Rückstoß und Verbrennung. Nö, dann behalte ich lieber Schärfe. Dafür habe ich ja das Feuerzeug hier. Okay, hat er noch irgendwie Enchanted hier? Genau. Und ansonsten. Guck mal ganz kurz, er hatte hier auch noch. Oh, schusssicher 2 jeweils. Auch nicht schlecht. Okay, 2 extra Herzen haben wir jetzt auch noch. Sieht cool aus in der Herzenleiste da. Mit dem extra Herz noch drin. So, jetzt haben wir auch tatsächlich einen Kompass. Ach komm, ich behalte mal das TNT. Ich will das eigentlich noch zünden irgendwie. Fair, als ob ich jetzt fair mache. Das wäre so dumm von mir. Und am besten wäre es, wenn er danach noch unfair schreibt oder so. Also, wenn ich gewonnen habe, beziehungsweise hätte. Ah, da. Ach du Sch. Ah, gut, er hat sich die ganze Runde lang versteckt. TNT! Jetzt braucht. Ja, Alter, okay, das ist ein bisschen unnötig, das TNT. Kuckuck. Oh. Er läuft da jetzt am Strand entlang, ne? Ach, jetzt hat er. Ah, jetzt guck mal, jetzt hat er noch ein bisschen Rüstung gefunden. Bei dem Crap, das da lag. Hi. Ja, okay. Eigentlich ist es vorbei. Ja. Also, wenn so ein Goldapfel. Um mir nochmal auf Nummer sicher zu gehen, aber ansonsten müsste es das wohl gewesen sein. Kuckuck. Na? Ah, schade. Dann hat man das Kling. GG. Hab sogar noch welche zugeguckt. Na, Screen? Ah, ich stelle dich einen anderen Typ rein. Hier. Screen. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.